So, von mir gibt es heute ein neues Video und sicherlich geht es auch bald weiter mit der Sabler-Tutorial-Reihe. Bevor ich aber da ein neues Video machen kann, muss ich erstmal so ein paar Sachen dann noch auschecken. Das heißt also irgendwas Gutes auch finden, was ich euch dann als Video-Tutorial an den Start bringen kann. Deshalb schiebe ich an dieser Stelle erstmal eine kleine andere Reihe nach, damit es hier nicht so lange Pause gibt und keine Videos an den Start kommen. Und deshalb möchte ich mich jetzt in den nächsten Videos ein bisschen mit Less oder Less CSS oder wie auch immer man das nennen mag, meinetwegen auch LESS beschäftigen. Und das Ganze hat den Hintergrund, dass diese, ich sag mal, Skriptsprache oder diese Erweiterung für CSS auch in den kommenden Joomla-Versionen finden werdet. Das heißt, in Joomla 3 ist das Ganze schon integriert. Ihr könnt also das jetzt so schon nutzen und es ist also davon auszugehen, dass wir das Ganze natürlich auch dann in Joomla 3.2 oder 3.5 finden werden. Und so circa ab Ende 2013 können wir mit einer mehr oder weniger produktiven Version von Joomla rechnen. Heißt also, macht schon mal Sinn, sich da jetzt so ein bisschen einzuarbeiten und schon mal zu gucken, welche neuen Möglichkeiten gibt es da. Bevor ich jetzt aber direkt auf die Einbindung mit Joomla da zu sprechen komme, will ich in den nächsten Videos erstmal so eine kleine Einführung machen, worum es sich hier bei Less überhaupt handelt. Und der Name Less CSS beschreibt das eigentlich schon ganz gut, denn wir haben über diese, wie es hier so schön heißt, diese dynamische Stylesheet-Sprache jetzt die Möglichkeit, unser Stylesheet extrem zu vereinfachen. Wer von euch schon mal zum Beispiel so ein Stylesheet geschrieben hat mit mehreren hundert oder vielleicht auch sogar 1000 Zeilen Code, der wird gemerkt haben, es gibt immer wieder Sachen, die sich ständig wiederholen. Es gibt immer wieder Werte, die ich an bestimmten Stellen immer wieder brauche. Und dann, da kommt halt Less zum Tragen. In diesem Fall haben wir jetzt die Möglichkeit, dann diese Sachen in Variablen zum Beispiel auszulagern und diese Variablen dann dokumentenweit immer wieder aufzurufen. Im Großen und Ganzen muss man natürlich sagen, ist Less halt momentan so etwas, dass ihr hier quasi wie man hier diesen Code schon seht, ihr habt hier so einen Code, der eigentlich dem normalen CSS-Code schon sehr nahe kommt. Aber damit das Ganze zu einem richtigen, echten, sage ich mal, CSS-Stylesheet wird, muss diese Datei noch kompiliert werden. Und das funktioniert derzeit so, dass wir einmal eine Möglichkeit haben, das Ganze über JavaScript zu machen. Das heißt, man bindet eine JavaScript-Datei in sein Dokument ein und diese sorgt dann dafür, dass aus diesem Less Stylesheet, den ich euch gleich zeigen möchte, dann ein echter Stylesheet geschrieben wird. Oder es gibt halt auch noch die Möglichkeit, das Ganze serverseitig zu machen über PHP. Der Nachteil über die JavaScript-Sache wäre halt, sobald der User bei sich JavaScript ausgeschaltet hat, funktioniert bei der Nutzung von Less halt eben dann so rein gar nichts mehr. Weil wenn die JavaScript-Datei nicht dafür sorgt, dass daraus eine CSS-Datei geschrieben wird, dann haben wir da eben nichts und eure Seite ist total zerhackt. Aber wie gesagt, wir gucken uns das Ganze jetzt erstmal hier an. Und ich habe dafür schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ich habe also hier eine ganz einfache Datei aufgebaut mit einem umschließenden Container, in dem ein Header, ein Content und ein Footer drin sind. Und hier oben sehen wir dann schon, wie das Ganze jetzt eingebunden wird. Wir haben also hier im Head den ganz normalen Verweis auf eine sogenannte LESS oder Less-Datei. Und das Ganze, ihr seht schon, sieht hier nicht großartig anders aus von der Beschreibung her, wie bei der Einbindung eines ganz normalen CSS-Style-Sheets. Mit dem einzigen Unterschied, dass ihr hier bei rel dann angeben müsst Stylesheet slash less. Und natürlich wichtig ist, diese Dateiendung ist LE, also Punkt LESS. Und natürlich müsst ihr dann eben entsprechend auch auf diese Styles-Datei hier verweisen. Je nachdem, wie die jetzt bei euch heißen mag, das ist jetzt erstmal egal. Also wie gesagt, analog zu betrachten zu ganz normalen CSS-Dateien. Und ich möchte euch als erstes jetzt hier einmal zeigen, wir haben das Ganze jetzt hier an dieser Stelle eingebunden über eine ganz normale JavaScript-Datei. Diese JavaScript-Datei bekommt man auf der Seite. Das heißt also, hier findet ihr die less.js. Mit dieser JavaScript-Datei wird das Ganze dann klientenseitig ausgeführt. Das ist jetzt erstmal die erste Sache, die ich zeigen möchte. Zu dem PHP-Krams kommen wir in den nächsten Videos. Das heißt also, damit das Ganze bei euch zum Nachprobieren auch dann so funktioniert, ladet euch auf der Seite lesscss.de hier dann diese JavaScript-Datei herunter, ladet diese Datei auf euren Server hoch und dann verweist natürlich in eurem HTML-Dokument auf diese JavaScript-Datei. Ganz wichtig ist allerdings, dass diese LESS-Dateien vor der JavaScript-Datei erscheinen. Das heißt also, er muss erst diese Datei aufrufen, damit er eben diese dann mit dem nachfolgenden JavaScript kompilieren kann. Und weil das Ganze von oben nach unten gelesen wird, würde das jetzt bedeuten, dass hier diese JavaScript-Datei, wenn die davor steht, dann wäre die schon geladen und wird halt eben keinen entsprechenden File finden. Dann hätten wir keine vernünftige Kompilierung. Heißt also ganz, 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 ganz wichtig, ihr müsst also immer eure LESS Style Sheets
vor dem JavaScript hier an dieser Stelle aufrufen. So, wie gesagt, wir haben also hier dann eben dieses Grundgerüst aufgebaut und ich wechsle jetzt mal eben in diese LESS-Datei und ihr seht schon, die sieht grundlegend vom Aufbau eigentlich genauso aus wie eine ganz normale CSS-Datei. Viel tut sich da nicht. Es gibt einen wichtigen Unterschied, den ihr euch merken könnt hier schon mal direkt. Es wird unterschieden bei den Kommentaren. In diesen LESS-Dateien sorgt ihr dafür über zwei Slashes, dass ihr hier so blinde Kommentare erzeugt. Das heißt, die werden nicht mit kompiliert. Die befinden sich nur in eurer LESS-Datei, aber nicht hinter in der rauskompilierten CSS-Datei. Und wir fangen jetzt hier einfach mal an. Ich hoffe, ihr wisst, was Variablen sind. Ich versuche das mal kurz zu umreißen. Ihr habt jetzt hier die Möglichkeit, bestimmte Container festzulegen. Denen könnt ihr einen eigenen Namen geben und in diesem Container könnt ihr einen bestimmten Wert abspeichern. In diesem Fall jetzt haben wir hier den Wert für die Breite 960 Pixel. Das heißt, den speichern wir in einer Variable, in einem Container, dem wir den Namen Base geben. Dass das Ganze ein Container ist, wird hier gekennzeichnet durch dieses @-Zeichen. Das ist halt vom Programmieren bei PHP ist es das Dollarzeichen, meine ich, weiß jetzt gar nicht, jetzt blamier ich mich hier. Aber wie gesagt, also in diesem Fall hier für less ist das eben dieses @-Zeichen und ihr könnt dann eben in dieser selbstbenannten Variable Base jetzt hier zum Beispiel eine Breite angeben. Ihr könntet da meinetwegen auch eine Farbe angeben, wie auch immer. Und das machen wir jetzt hier in der zweiten Variable, die ich angelegt habe. Die nennt sich Main Color und in dieser Variable speichere ich jetzt hier den Farbwert 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann erstelle ich noch eine weitere Variable mit dem eigenen gegebenen Namen Color. Da speichere ich dann mal den Farbwert Schwarz. Dann gibt es eine weitere Variable, wie ihr hier seht, in der ich verschiedene Pixelwerte speichere. In diesem Fall möchte ich die später benutzen für ein Padding. Das heißt also, ich habe hier dann oben 0 Pixel, 20 Pixel, 0 Pixel, 20 Pixel. Das sind dann später meine Werte für Padding, die ich aber auch für Margin oder so benutzen könnte. Und ich habe hier noch eine zusätzliche Variable, die nennt sich Prozent. Das heißt also, ich habe hier oben mir schon mal so global 5 Werte festgelegt, die ich jetzt gleich in meinem Stylesheet benutzen kann. So, und ihr seht schon hier, ich habe jetzt hier den Body einfach mal ganz herkömmlich beschrieben, also eine Hintergrundfarbe mit dem Farbcode 3x C. Dann habe ich hier zusätzlich noch diesen umschließenden Container, auch hier ganz herkömmlich, mittig ausgerichtet und eine Breite von 960 Pixeln. Und ich könnte aber an dieser Stelle jetzt zum Beispiel auch schreiben, weil hier oben haben wir in der Variable ja die Breite 960 Pixel als Base festgelegt. Ich könnte also hier jetzt auch sagen, ich will nicht einen festen Pixelwert dort eingeben. Hier soll schon der Wert aus meiner Variable genommen werden. Und diesen Fall schreibt ihr jetzt einfach dahin, Width oder Breite halt eben dann euren Variablennamen angeführt von einem @-Zeichen. Dasselbe gilt dann hier unten natürlich auch für den Header, wenn wir uns den mal angucken. Der bekommt auch wieder dieselbe Breite oben gespeist aus diesem Base. Der bekommt dann hier eine Schriftfarbe aus der Farbe Schwarz und der bekommt hier eben dann unsere Hintergrundfarbe aus der Variable Main Color, die in diesem Fall den Farbcode 1, 2, 3, 4, 5, 6 hat. Ich speichere das Ganze mal eben ab. Ich habe hier den Connect zu meinem Server über Dreamweaver schon erstellt. Wir gucken uns das jetzt mal eben an, wie das Ganze aussieht. So sieht es aus. Das heißt also, das ist die Ausgabe und mit dem Firebug können wir jetzt mal ganz schön testen und sehen, was aus unserem Stylesheet geworden ist. Und dann sehen wir hier die Ausgabe, was da kompiliert bzw. meinetwegen auch gerendert wird. Wir sehen hier einmal den Body, der bekommt also die Hintergrundfarbe 3x C bzw. 6x C in diesem Fall. Dann haben wir hier den Wrapper, der hat unser Margin Auto bekommen und einmal die Variable Base, die hier eben den Wert 960 Pixel hat. Das heißt also, so wird das Ganze dann auch rausgerendert. Dann haben wir als nächstes den Header. Scheiße, jetzt habe ich es weggeklickt. Den Header und dieser Header hat eben hier denn die Hintergrundfarbe Main Color 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er hat hier dann eben die Schriftfarbe Schwarz aus der Variable Schwarz und er hat eben auch die Breite Base. Und dann haben wir zusätzlich noch eine Div-ID Content, die bekommt auch die Variable Base minus 200. Und das ist halt die nächste coole Sache, die man halt mit diesem Less auch machen kann. Ihr könnt also hier auch ganz normale Operationen durchführen. In diesem Fall also Rechenoperation plus, minus, geteilt, mal, wie auch immer. Und in diesem Fall könnten wir jetzt einfach sagen, wir ziehen immer den Wert der Sidebar quasi von unserem Content ab. In diesem Fall sagen wir, die Sidebar soll 200 Pixel breit sein. Die Base ist ja dann quasi festgelegt und wir ziehen also 200 von der Base einfach ab und bekommen dann hier den Wert 760.
Und was eben auch ganz cool zusätzlich noch ist, wenn wir uns hier mal den Footer nochmal anschauen, haben wir Color, bekommen die Variable Main Color, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und addieren dieser Variable dann noch den Farbwert hinzu. Das heißt also, Less erkennt in diesem Fall auch, dass es sich um Farben handelt und rechnet in diesem Fall den Hexadezimalcode hoch und ergibt uns dann hier eine saubere Farbe für die Color aus. Wenn wir gucken, wir haben also hier einen Wert 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 0, 0, also heißt die ersten beiden Werte bleiben natürlich 1, 2, dann addiert der 3 zu diesen 3 hinzu, dann kommen wir auf 6, addiert nochmal 3 zu den 4 hinzu, kommen auf 7 und dann plus 0, 0 bleibt also bei 5, 6. Das heißt also, er addiert jetzt hier sogar den Farbcode. Natürlich jetzt ganz ehrlich, in diesem Fall eigentlich echt eine schwachsinnige Geschichte, weil warum soll ich jetzt da einen Farbcode drauf addieren? Es ging jetzt aber einfach da einfach nur ums Zeigen. Es gibt da nämlich noch eine viel coolere Sache. Es gibt auch schon vorgefertigte Funktionen. In diesem Fall zeige ich euch jetzt hier mal das Leiten. Das heißt, wir hellen hier jetzt so ein bisschen auf. In diesem Fall haben wir eine Variable für den Wert, zum Beispiel den Farbwert, in diesem Fall wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wir können jetzt hier hinten angeben, um wie viel Prozent das Ganze aufgehellt werden soll. Wir sagen jetzt einfach mal 10% und aktualisieren die ganze Geschichte jetzt hier. Na. Jetzt sollte der Footer natürlich unten deutlich dunkler werden. Und wenn wir jetzt dazu die CSS-Datei angucken, ist das jetzt hier ein neuer Farbwert, der für den Background vergeben wird. Und wenn ich jetzt hier ein bisschen mehr Prozent hingebe, sage ich mal 40%. Dann sehen wir, dass der Footer aufgehellt wird. Und das ist natürlich jetzt auch wieder ganz geil mit dieser Funktion, mit dieser zusätzlichen. Könnte man, wenn man das Ganze jetzt weiterspinnt, dann natürlich auch hingehen und dann später über kleine Buttons das Ganze einfach über diese Less-Datei aufhellen und das wird dann direkt in die CSS-Datei reingeschrieben. Ich gebe halt zu, wenn man sich das jetzt hier anguckt, natürlich fragt man sich jetzt, warum soll ich jetzt hier bei so einem kleinen Ding dann die Base als Variable da festlegen. Da habt ihr natürlich recht, wenn ihr jetzt so eine kleine Mini-Datei habt, macht das Ganze natürlich keinen Sinn. Wenn es aber später so Dokumente sind, die dann riesengroß sind, wo ihr dann viele, viele verschiedene Sachen drin habt, die sich dann auf jeden Fall auch doppeln, dann könnt ihr halt eben diesen kompletten Kram in eine Variable auslagern und könnt dann diese Variable wieder darstellen. In diesem Fall könnt ihr jetzt zum Beispiel hier durch das Verändern des Wertes auf 800 eben komplett für alle global dann diesen Wert Base verändern. Ihr müsst also jetzt nicht mehr entweder suchen oder ersetzen machen oder das dann händisch da reinschreiben. Ihr geht also quasi in diesem Fall einfach hin, ändert global den Wert der Variable und das wirkt sich dann eben auf den ganzen Bereich aus. Auch das kann man natürlich quasi durch geschicktes Schreiben von einem Stylesheet so jetzt auch schon lösen. Aber ich finde das halt ganz cool. Man kann da echt eine ganze Menge mitmachen. Und der für mich allergrößte Vorteil ist hinterher, und das möchte ich euch dann in den nächsten Videos zeigen, dass man hier das Ganze eben nicht nur mit dieser JavaScript-Datei machen kann, sondern auch mit einer zusätzlichen PHP-Datei. Und die hat dann später sogar noch den Vorteil, dass man mit Hilfe von PHP, also Werte, Variablen aus PHP in dieses Less übergeben kann, die dann gleichzeitig wieder in das Stylesheet reingeschrieben werden. Und das finde ich ist natürlich dann schon echt ein mega Knaller, wenn man die Möglichkeit dann hat, Werte aus der Seite direkt zu übernehmen und die dann ins Stylesheet reingeschrieben werden, finde ich sau cool. Man könnte dann halt auch da, sogar wenn man das Ganze weiterdenkt, dem User auf der Seite später die Möglichkeit geben, sich ein komplett neues Layout auf die Schnelle mal eben so zusammenzuklicken, ohne großartiges JavaScript. Das muss man dabei bedenken. Also wir brauchen dafür in diesem Fall dann wirklich diese PHP-Datei zum Kompilieren und können sogar komplett auf JavaScript verzichten. Was man halt aber eben trotzdem sagen muss, also Less ist jetzt kein komplett neues CSS in diesem Sinne. Also es gibt jetzt da keine komplett neuen Anweisungen, die ihr da drin habt, sondern es ist hier einfach die Möglichkeit, dass, ich sag mal, Cascading Style Sheets jetzt um die Möglichkeit erweitert werden, Berechnungen zu machen, Variablen zu machen oder wie es hier so schön heißt, Mix-ins, Funktionen. Das ist echt der Knaller und ich habe auch gerade, um euch das noch einmal zu zeigen und euch schon mal ein bisschen Lust auf mehr zu machen, wenn wir hier auf Funktionen klicken, dann seht ihr was. Ach Quatsch, nicht Funktionen. Mal runter. Einen Moment. Doch die Funktionsreferenz hier haben wir sie. Dann seht ihr, was hier schon so vorgefertigte Sachen sind. Zum Beispiel in diesem Fall das Leiten und dann auch dann gibt es hier eine Erklärung, das heißt also, hier wird dann eine Farbe ausgegeben, die ein bisschen heller ist. Man kann das Ganze noch abdunkeln, man kann hier die Transparenz dann noch bearbeiten und so weiter und so fort. Das ist echt schon ganz cool und halt, wie gesagt, das Geilste an der ganzen Geschichte ist, dass man das direkt im Austausch mit PHP machen kann, was so vorher nicht ganz so einfach möglich war.
Und wenn man jetzt an HTML5 denkt, wo es wirklich eine strikte Trennung von Design und Layout geben soll, dann ist das natürlich schon ganz hilfreich. Weil vorher war es ja wirklich dann so, dass ihr direkt in eurem Code dann da fertige Stylesheet-Anweisungen angeben musstet, die dann aus einer Datenbank gespeichert wurden, weil ihr die so nicht direkt in das CSS reinschreiben konntet. Und das ist natürlich jetzt so viel, viel besser gelöst. Ich finde das schon mal eine ganz coole Sache. Ich hoffe, euch gefällt diese neue Serie und ihr könnt da schon mal ein bisschen was mit anfangen. Wir gucken uns jetzt in den nächsten Folgen dann einmal an, wie wir das Ganze zusammenbauen mit PHP. Das heißt also, was ihr dafür machen müsst, wie das eingebaut wird, wie wir dann auch eigene Variablen einspeisen. Und ich möchte euch später natürlich auch zeigen, wie man das Ganze hier verschachtelt und so weiter und so fort. Wenn ihr aber Lust habt, könnt ihr natürlich jetzt schon auf der Seite lesscss.de einfach mal ein bisschen nachschauen. Vielleicht habt ihr jetzt Blut geleckt und wollt direkt weitermachen, dann gibt es hier, wie ich finde, sehr, sehr gute Erklärungen. Also der junge Mann, der sich die Mühe gemacht hat, das Ganze zu übersetzen, hat das hier wirklich super gemacht. Da kann man schon eine ganze Menge mitmachen. Lasst mir ein paar Kommentare da, vielleicht können wir das Ganze ja auch ein bisschen zusammen weiter erarbeiten. Vielleicht habt ihr noch ein paar Ideen oder Wünsche. Was wünscht ihr euch da? Was gibt es noch? Dann lasst mich das wissen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao.